Hallo, das sollte Sie auch interessieren. Es geht um Borrelien und darüber hinaus noch um weitere Gefahren infolge von Parasiten, also Bakterien, Viren, Pilzen, Würmer. Bei den Borrelien ist es so, dass sie nämlich die Ursache sind für viele abscheuliche Erkrankungen. Gerade erst habe ich teilgenommen an einem Weltkongress über Lyme-Borreliose. In den USA nennt man die Borreliose Lyme-Borreliose, aber dazu zu einem anderen Thema. Dabei haben wir, obwohl so viele Menschen darunter leiden, schon gute Möglichkeiten, die Borrelien erfolgreich zu besiegen. Gerade in diesem Moment erhielt ich wieder einen Anruf von einem glücklichen Menschen, der seinen lästigen Borrelien mit Agil Care erfolgreich besiegt hat. Für mich war die Freude sehr groß, wie immer zu solchen Anlässen, als ich das hörte. Es handelte sich um eine Dame, die viele Jahre unter den Symptomen der Borreliose litt. Ihr hat bisher nichts geholfen, was von Ärzten verschrieben wurde. Von Agil Care hörte sie in der Bekanntschaft und hat sich Agil Care hoffnungsvoll umgehend gleich selbst zugelegt. Anwendungsprogramme gegen Borrelien gibt es ja bei dem Gerät zuhauf. Schließlich kann der Anwender oder die Anwenderin damit auf die weltweit größte Sammlung von Frequenzmustern zugreifen. Jedenfalls konnte die heutige Anruferin es gar nicht richtig glauben, dass sie nach so vielen Jahren Leid und nur wenigen Anwendungen mit Agil Care endlich wieder normal leben konnte. Und dabei hat sie es insgesamt nur zu zwei oder drei wenige Minuten dauernde Anwendungen zu Hause gebracht. Nach solch kurzer Zeit der Anwendung schon zum Erfolg? Da war sie sehr skeptisch. Deshalb war ihr der Nachweis des Erfolges mit einer üblichen Blutuntersuchung im Labor auch nicht ausreichend. Sie unterzog sich zusätzlich sogar einer Knochenmarkspunktion und bekam daraufhin die gute Nachricht, dass sie frei von Borrelien ist. Gratulation! Ich kenne es nicht anders. Bei Borrelien stets erfolgreich? Bei mir sieht es so aus, dass ich seit ca. 25 Jahren von keiner einzigen Anwenderin und keinem Anwender erfahren hatte, der Borrelien mit dem nach Dr. Reif arbeitenden Verfahren nicht erfolgreich bekämpft hat. Mit oder ohne Nachweis. Die Symptome und Folgeerkrankungen waren nicht mehr zu verspüren. Das reicht als Erfolg. Seit 1992 und noch viele Jahre später und danach konnten ausschließlich sehr hochpreisige Geräte eingesetzt werden, da nichts anderes zur Verfügung stand. Die Anschaffung des teuren Gerätes war damals auch für mich ein großer finanzieller Aufwand. Erst ab Ende 2016 konnten die an gesundem Leben interessierten Menschen über das so empfehlenswerte Verfahren verfügen. Agil Care und Agil Care Pro gibt es seitdem zu kleinem Preis. Außer gegen Borrelien hat die Frequenzmustersammlung für Agil Care Pro weitere ca. 2500 Indikationen. Es handelt sich wahrscheinlich um die weltweit größte Sammlung, die Anwender mit Agil Care nutzen können. Und warum nicht durch Körperpflege mit elektromagnetischen Frequenzen ganz gezielt die eigenen Abwehrkräfte so stärken, dass Parasiten wie die Borrelien der Garaus gemacht wird. Mit Agil Care besteht nicht wie bei Medikamenten, wie zum Beispiel Antibiotika, die Gefahr der Erzeugung resistenter Keime. Und da es keinerlei zu fürchtende Na Nebenwirkungen gibt, kann ich ja schließlich auch einfach nur testen, ob mir Agil Care hilft. Erkältungsbedingte Arbeitsausfälle abgehakt? Das ist ganz unkompliziert möglich. Das heimische Gerät arbeitet mit dem Computer zu Hause oder im Büro zusammen und ist somit immer verfügbar. Ohne auf alle Indikationen und Frequenzmuster hier einzugehen, will ich neben den Borrelien hier nur die Erkältung und den grippalen Infekt nennen. Bei Erkältungen oder grippalem Infekt hat es aufgrund der Anwendungen seit Herbst 2016 dazu geführt, dass einige mittelständige Firmen das Thema krankheitsbedingter Ausfälle abhaken können. Das Agil Care in der Geschäftsstelle, im Büro hat es möglich gemacht, bei ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe, das ist zum Beispiel Kratzen im Hals,
es für die Betroffenen kein Problem mehr ist. Sie setzen sich einfach für 20 Minuten am Schreibtisch ans Agilcare und es ist erledigt. Ich weiß von Firmen, die ihre Ausfalltage durch Grippe oder Erkältung auf Null setzen konnten. Dort gab es keine Ausfälle mehr. Was für ein ökonomischer, aber auch humaner Erfolg. Nun könnte ich hier über Borrelien und Co. eine Menge berichten. Viel Interessantes gibt es zu sagen, auch zur Abwendung der hauptsächlichen Bedrohung unserer Lebensqualität durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Agilcare ist kein Allheilmittel. Also, Agilcare ist kein Allheilmittel. Jedoch haben bereits viele Menschen damit ihre Lebensqualität verbessern können. Die beinahe täglich bei mir eingehenden Berichte zeugen davon. Wenn auch Sie an Leben ohne Krankheit interessiert sind, erfahren Sie durch Teilnahme an meinem kostenlosen Online-Seminar mehr dazu. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@ulrich-mtc.de. Sie erhalten dann eine persönliche Einladung zu diesem Online-Seminar. Es ist sehr einfach, mehr Wissen zu erlangen. Mehr Wissen für Leben ohne Krankheit. Seien Sie nur noch aufmerksam für das nachfolgende Video-Interview zum Thema Agilcare.